Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch Videospielbosse aus den 90ern, die uns das Leben schwer gemacht haben. You can't beat me. Platz 10. Ridley, Super Metroid. Die erste Begegnung mit Ridley war im Vergleich zu vielen anderen Metroid-Bösewichten nicht so anstrengend. Die zweite Begegnung ist die, bei der die Spannung steigt. Samus und die Riesenechse kämpfen in einem vertikal engen Raum und unsere Kopfgeldjägerin ist gezwungen, etwas näher in der Mitte zu bleiben, um einen Feuertod zu vermeiden. Aber angesichts von Ridleys enormer Menge an Lebenspunkten und bösartigen Angriffen, die dich schnell töten können, wird es dich jucken, dich auf ihn zu stürzen, um so schnell wie möglich von dort wegzukommen. Platz 9. Der Sensenmann. Castlevania 3 – Dracula's Curse. Der Tod hat in der gesamten Castlevania-Reihe einen berüchtigten Ruf, nicht nur in Dracula's Curse, obwohl wir diese Version aus zwei Gründen auswählen, das Design der Arena und die Geschosse. Abgesehen von der ungünstigen Anordnung des Levels muss man die nächsten Schritte des Sensenmanns vorhersehen und gleichzeitig allen herumfliegenden Sensen ausweichen. Auch wenn du die Sensen zerstören kannst, tauchen sie irgendwann wieder auf und zwar an zufälligen Stellen und mit anderen Mustern als vorher. Achte auf deine Position und gib den Sensen den Vorrang, bevor du versuchst, den Tod anzugreifen. Platz 8. Lavos, Chrono Trigger. Lavos ist von Anfang an schwer, dank der typischen Du hast meine finale Form noch gar nicht gesehen Bosse, die wir von JRPGs gewohnt sind. Die erste Form wird natürlich nicht besonders schwer sein, da er einfach die Angriffe der vorherigen Bosse wiederverwendet. Bei der zweiten Form musst du auf seinen Kopf und seine Arme zielen, um die Verteidigung seines Körpers zu senken und ihn daran zu hindern, seine HP wiederherzustellen. Und die letzte Form ...30.000 HP und die Fähigkeit, Elementarangriffe zu absorbieren. Für diesen Kampf brauchst du vielleicht einen Leitfaden. Platz 7. Emerald Weapon, Final Fantasy 7. Hast du vielleicht Sephiroth erwartet? Oder vielleicht Ozma aus Final Fantasy 9? Nein, ganz und gar nicht. Das sind harte Bosse, aber nicht ganz so hart wie Emerald Weapon. Ein Mech, der nur gegen Blitzangriffe schwach ist, 1.000.000 HP hat und auf Stufe 99 steht. Das ist das Ding, gegen das du kämpfst und möge Gott deiner Seele gnädig sein, wenn es seine Smaragdschussfähigkeit einsetzt oder mit Revenge Stamp kontert. Dieser Kampf ist der Grund, warum viele JRPG-Fans dazu raten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu farmen. Weiche niemals vor einem Kampf zurück, damit du die XP bekommst, weil du solche Typen herumlaufen hast. Platz 6. Akuma, Super Street Fighter 2 Turbo. Akuma jagt Street Fighter-Spielern auch heute noch einen Schauer über den Rücken. Schon sein erstes Spiel macht ihn lächerlich schwer. Zunächst einmal ist das Super Street Fighter 2 Turbo. Die Betonung liegt auf Turbo, denn du musst schnelle Reaktionen haben, um die meisten Kämpfe zu überstehen. Akuma hat viele ähnliche Moves wie Ryu und Ken, aber er richtet mehr Schaden an und kann mit Demon Dash Angriffe negieren, während er gleichzeitig die Distanz zwischen euch beiden verringert. Sei lieber in Topform. Platz 5. Wispig, Diddy Kong Racing. Interessanterweise ist Diddy Kong Racing wohl das härteste der N64 Erstlingsspiele, das wir alle normalerweise spielen. Diddy Kong Racing wird nach dem ersten Drittel der Kampagne mit seinem Rubberbanding zu erdrückend. Wispig macht es 10-mal schlimmer. Um in den beiden Rennen zu schlagen, musst du fast jeden Boost treffen und dabei den Trick anwenden, vom Gas zu gehen, bevor du den Boost triffst, um den maximalen Schub zu bekommen. Solltest du versehentlich von der Straße abkommen, kannst du auch das ganze Rennen neu starten.
Platz 4, Death Egg Robot, Sonic the Hedgehog 2. Während die meisten Bosse auf dieser Liste wegen ihrer massiven Lebenspunkte und wahnsinnigen Angriffskräfte und Muster hier sind, ist der Death Egg Robot aus einem anderen Grund hier. So gut wie jeder Endgegnerkampf kommt normalerweise nach dem Durchlaufen eines Levels. Standard Videospielkost, oder? Der Death Egg Robot ist das Level. Davor gibt es nichts, was bedeutet, dass du keine Chance hast, Ringe zu ergattern, bevor du Robotniks Mech erreichst. Mit anderen Worten, du musst gegen dieses Ding kämpfen, ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. Viel Glück dabei! Platz 2, Shao Kahn, Mortal Kombat 2. Prepare to die. Wenn es um Kampfspiele der 90er Jahre geht, kommt Shao Kahn immer ins Gespräch. Der Imperator der Außenwelt war schon immer einer der schwierigsten Endgegner in Spielen überhaupt und sein Debüt in Mortal Kombat 2 ist auch noch heute mühsam. Das ist die Art von Kerl, die sich auf dich stürzt und dir schnell eine Beleidigung entgegenschleudert, bevor du wieder aufstehen kannst. Und ja, er zieht das gleiche dämliche Input-Reading ab, das so vielen Kampfspielen-Bossen zu eigen ist. Was für ein fairer Kampf. Platz 2, Wily Capsule, Mega Man 7. Wenn ein Entwickler sagt, lasst uns einen verrückten, schweren Endgegner machen, dann kann man fast sicher sein, dass er etwas extrem Zermürbendes machen wird. Ein typisches Beispiel ist Wily Capsule. Wily benutzt diese Maschine, um sich unsichtbar zu machen und eine Fülle verschiedener Angriffe einzusetzen, die den Bildschirm wie ein Irrenhaus aussehen lassen können. Und wenn ein Angriff trifft, ist die Chance groß, dass er dich lange genug einfriert, um einen weiteren Treffer zu landen. Du wirst alle Fähigkeiten einsetzen müssen, die du von den Robot Masters bekommen hast, und selbst dann darfst du dich nicht wundern, wenn du dich auf deine Standard-Erbsenpistole einer Armkanone verlassen musst. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Kulex, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Es ist schon komisch, dass du das ganze Super Mario RPG durchspielen könntest, ohne Kulex auch nur ein einziges Mal zu sehen. Dieses bösartige Wesen verbirgt sich hinter einer Geheimtür und wartet auf deine Ankunft für einen Kampf von epischem Ausmaß. Solltest du dich entscheiden, ihn herauszufordern, könntest du feststellen, dass du stark unterlegen bist. Kulex verfügt über 12.000 HP und hat keine Schwächen. Darüber hinaus können die vier Kristalle, die vor ihm liegen, seine Angriffskraft und Verteidigung enorm verstärken. Auch wenn du Smithy besiegt hast, solltest du vielleicht versuchen, noch mehr zu grinden, bevor du dich diesem großen Bösewicht aus einer anderen Dimension stellst. Wer ist deiner Meinung nach der härteste Gaming-Boss der 90er Jahre? Hat er es auf diese Liste geschafft? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.